Jo, was geht ab? Gehen Doppel-K. Wir sind hier am Set und am Dreh für unser zweites Video. Wahrscheinlich. Erstes, zweites, drittes. Zweites, drittes. Verraten wir nicht. Seht ihr dann ja. Und ja, alle Mann am Start. Kappa, Alfa, Ruso, SZA, Rookie, Rizmo, Chico, Mojo und Hellboy hinter der Kamera. So. Ja. Guck mal, schau mal da drüben. Ganz viele wichtige Leute, die sich ganz viel darum kümmern, dass hier alles läuft, wie es läuft. Schwenkt mal rüber. Rookie hat dieses wirklich gewaltige Drehbuch geschrieben und wir haben gewusst, wir brauchen jemand Besonderes, der auch in der Lage ist, das alles umzusetzen, der diese Vision Wirklichkeit werden lassen kann. Und Oliver Würfel war auf jeden Fall genau der Richtige für den Job. So, der schwebt übers Set wie so ein Geist und versprüht überall seinen Mastermind. So, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Die Idee hinter allem war, was wäre, wenn wir wirklich in unsere Innenwelt abtauchen könnten? Also nicht nur gedanklich, sondern physisch. Was erwartet uns da? Wem begegnet man dort? Wie sieht es dort aus? Und die Umsetzung war ja genial irgendwie am Ende einfach. Während des ganzen Projekts ist das Ganze immer mehr gewachsen und wir mussten irgendwann einfach entscheiden, das Ganze als Trilogie zu konzipieren und zu veröffentlichen, weil es einfach zu groß geworden ist so. Aber am Ende hätte es auch kein einziger Frame weniger sein dürfen. Und das Ergebnis ist mehr als bemerkenswert geworden. Als Red Bull uns dann diese Möglichkeit gegeben hat, dieses Projekt umzusetzen, war das für uns einfach natürlich eine mega besondere Sache. Es gab viele Momente, aber einen besonderen Moment, der wirklich einmalig war für mich. In der Orakelszene bin ich in dieser ganzen Welt einfach tatsächlich versunken. So, ich war wirklich dort mit ihr und mit Sick und das Ganze hat mich einfach verschluckt. So, und irgendwann bin ich dann so wieder wach geworden und das Ganze hat mich wieder ausgespuckt, zum Glück. So. Aber das war wirklich ein unbeschreiblicher Moment. So, das hatte ich vorher noch nie erlebt. So, das war wirklich einmalig. Die ganzen Szenerien, die für uns aufgebaut wurden, waren in dieser gigantischen Halle einfach eindrucksvoll. In der Szene, wo wir übers Wasser laufen, wurde extra ein Becken 10 auf 10 Meter angefertigt, mit Wasser befüllt und später natürlich wieder leer gepumpt und so. Und besonders im ersten Akt, die Eingangsszene in der Glyptothek, hatte so eine dichte Atmosphäre, weil man einfach gemerkt hat, man ist von so viel echter Geschichte umzingelt, dann auch noch nachts. So, das hat auf jeden Fall irgendwie was Mystisches so. Wir können echt dankbar sein, dass unser Beruf uns erlaubt, solche Dinge zu erleben so. Uns ermöglicht, solche Erfahrungen zu machen, das mitzunehmen. Das ist eigentlich das Schöne an dem Ganzen. Ja, gut, Jungs. Alright. Sind wir abgedreht. Hammer's.